Hallo ihr Lieben da draußen, ich melde mich zurück. Es hat ein bisschen länger gedauert, ich hatte noch eine kämpferische Zeit und auch echt ein paar sehr harte Tage und ging echt nicht viel. Und ja, ich wollte mich aber unbedingt melden. Meine einzigen Möglichkeiten in der Situation war, weil ein Video war einfach nicht möglich, war nicht in der Verfassung. Dass ich mich unter dem letzten Video zum einen gemeldet habe und dann auch darüber hinaus in meinem Community-Tab, der ist auf meinem Kanal, darauf weise ich gleich am Anfang mal hin, weil viele sich Sorgen machen. Das haben mir Menschen auch zweimal geschrieben, weil die sich gewundert haben, dass ich nicht geantwortet habe. Aber ich habe für euch gebündelt eine Nachricht hinterlassen unter meinem letzten Video und in diesem Community-Tab später dann auch noch, weil ich es einfach nicht geschafft habe, dieses Video zu drehen. Und ja, jetzt komme ich aber dazu, ich kann wieder lächeln. Lächeln vermehrt sich bei mir wieder. Es war auch heute schön, als ich kleine letzte Besorgungen hatte, bin ich der Nelly noch und ihrem Freund begegnet. Das war eine schöne Begegnung, hat mich gefreut, wenn ihr zuseht. Seid lieb gegrüßt, war sehr schön. Ja, und dann habe ich irgendwie schon gefühlt, heute könnte das sein, dass ich endlich dieses Video hinkriege. Endlich ist so, das sage ich so, weil ich tatsächlich so ein bisschen mit Druck das im Hinterkopf hatte, weil ich das natürlich gesagt habe, dass ich mich Anfang Dezember melde und es dann irgendwie nicht hingekriegt habe. Und ich habe die Worte, die mich erreicht haben, die E-Mails, die Kommentare, die Nachrichten. Die Menschen, ihr da draußen, ihr seid auch in Sorge oder viele sind auch in Sorge gewesen. Und immer noch, was denn aus mir geworden ist, was da jetzt nachkam, was passiert, warum lasse ich nicht von mir hören? Und ich lasse immer irgendwo von mir hören, wenn es kein Video ist, geht einfach da in den Punkten mal stöbern. Den Community-Tab, den findet ihr auf meinem Kanal. Dann gibt es das so Reiter, das kennt ihr von eurem Internetbrowser, für die da nicht so affin sind. Da habt ihr so verschiedene Fenster, die dann offen sind. Das ist das vielleicht nochmal, was weiß ich. Ach nee, ich will keine Namen nennen und Schleichwerbung machen. Jetzt kommen mir so gängige in den Kopf. Ja, aber Community-Tab, da gibt es so einzelne Reiter, Video. Playlist, ich weiß nicht mehr, wie es weiterging, aber da gibt es auch den Community-Tab. Also die einzelnen Dinge heißen Tab und auf das Community-Ding geht ihr und da könnt ihr dann gucken, hat der Lars da vielleicht nicht was geschrieben. Also das halte ich generell so. Jetzt wäre ich hier vom Tier abgelenkt. Hallo. Und ja, da äußere ich mich zwischendurch und da habe ich auch geschrieben, wie es um mich steht und dass es halt gerade nicht geht und andere Dinge dran sind. Ich möchte mich da draußen bei euch von ganzem Herzen bedanken für all die Unterstützung, die mich erreicht hat. Das war echt der Hammer und ich bin bis heute nicht mit allem hinterhergekommen. Es gibt noch so viele Kommentare, die ich nicht lesen konnte. Es gibt auch genug Sachen, die das wird sich nach hinten nicht ausgehen und dann nutze ich natürlich auch die Möglichkeit dieses Videos, um da auch ein bisschen universal zu antworten. Ja, echt vielen Dank. Es ist unglaublich berührbar, was mich alles erreicht hat. Es kam täglich 4, 5 Care-Pakete, Briefe, Postkarten, Nachrichten, E-Mails, ja, die Kommentare unter den Videos. Es war echt der Oberhammer, was da an Reaktionen kam. Mir fehlen auch die Worte, um irgendwie ansatzweise in Worten auszudrücken, wie mich das berührt hat und wie dankbar ich dafür bin. Also die gute Nachricht, ich habe so viel Essen jetzt in meiner Wohnung stehen, dass das sehr lange, ich denke, das ganze nächste Jahr reicht. Also natürlich nicht in allen Bereichen, es deckt ja nicht alles ab, aber schon den Hauptpunkt und das, was man sich noch dazu holt, da mache ich mir nicht mehr so viel Sorgen, vor allen Dingen nicht mit Garten. Also komplett gar keine Sorgen mehr, die Angst konntet ihr mir nehmen. Echt, ja. Mir fehlen die Worte, wie gesagt. Ich habe Pakete entgegengenommen, da waren super lange Briefe, auch persönliche Schicksale, die mich unglaublich berührt haben. Und ja, mir liefen auch die Tränen, weil diese Hilfe und das, was mich da erreicht hat an Energie, das hat mich so überwältigt und ich saß da und konnte das nicht fassen. Und das war sehr berührend. War ganz besonders. Da habt ihr mir ganz viel gegeben. Bis heute. Da waren selbstgemachte Sachen drin. Ich weiß gar nicht, ob ich so hochkomme. Ich bin im Moment nicht so gelenkig. Mit dem linken Knie habe ich Probleme. Könnt ihr das sehen? Könnt ihr das sehen? Au.
da. Ich habe sogar selbst gestrickte Socken gekriegt. Vielen Dank dafür. Ein Traumfänger, der hängt. Lieben Dank an die Gudrun. Dein Care-Paket ist und war ein Abenteuer. Echt der Hammer. Und ich habe da auch... jetzt wird es kalt. Kommt sowieso ein Zugmoment. Da muss ich kurz auf den Zug warten, dass er mich nicht stört. wird dann ja doch zu laut. Also Gudrun, dein Paket war echt der Hammer. Ich habe von dir auch etwas über die Ureinwohner Amerikas erfahren. Also ich bin ja sowieso sehr kulturell interessiert, was die ganze Erde, unsere Vorgeschichte angeht. Auch Rituale, was ja auch so ein bisschen in dieses Video noch mit reingehört. Titel habe ich das so ein bisschen angedeutet. Kommen wir aber später zu. Auf jeden Fall haben mich super viele Informationen von dir, Gudrun, erreicht über die Indianer da drüben. Die letzten Ur-Indianer, die da noch leben. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Ich habe von dir sehr viel erfahren und zwar auch sehr berührend. Und da geht es auch um das Verhalten zur Natur. Und das fand ich total spannend. Deswegen war das auch für mich so ein Abenteuer und so eine Reise. Gudrun hat mir auch eine kleine Anleitung, ich habe das jetzt nicht hier, zu dem Traumfänger dargelassen, weil dieser Traumfänger, das hat ja alles so Bedeutung und ich bin da immer offen für und höre dazu. Es gibt auch viele Sachen, mit denen ich mich schon beschäftigt habe, damit aber nicht. Und da waren halt verschiedene Sachen angebracht und das hatte alles so seinen Sinn und das war auch nicht irgendwas. Gudrun hatte das selber gebastelt, diesen Traumfänger. Das war so ein Abenteuer und dann so ein kleines Täschchen drin, konnte ich da reingucken und so einen kleinen Zettel auseinander. Ihr merkt das, so eine unglaubliche Freude, die das bei mir verbreitet hat und das ist auch ein Teil, der mich durch diese Zeit getragen hat. Aber der größte Teil bleibt natürlich bei mir selber voranzukommen. Aber das war unglaublich berührend, kraftspendend und ja, ich weiß einfach nicht, was ich da sonst noch zu sagen soll. Wow. Also auch unglaublich viele gute Ratschläge und Angebote, auch wenn ich nicht alle annehmen kann und konnte. Es liegt einfach daran, dass nicht jeder da draußen meinen Kontext kennt und aufgrund der paar Worte, die ich sage, daraus schlussfolgern, wirklich eine Lösung für mich zu finden. Das ist nicht so einfach und deswegen... gibt es auch Kommentare, auf die ich jetzt nicht groß eingehen konnte oder die ich auch kurz beantwortet habe oder vielleicht noch kürzer beantworten werde oder vielleicht irgendwann nochmal ausführlicher. Ich weiß nicht, wo das da noch hinführt. Aber ich konnte sehr viele gute Tipps, die Insekten werden immer mehr, guten Tipps folgen. Es ist nicht so, dass ich nicht selber schon viel versucht hätte. Ich habe an so vielen Stellen mir versucht, Hilfe zu nehmen, aber ich wurde auch so unglaublich doll enttäuscht, weil ihr kennt mich, ich rede viel, ich rede lange und ich finde, das ist auch wichtig, um die Dinge wirklich auf den Punkt zu kriegen, weil wenn die Person mir gegenüber meinen Fall nicht kennt und dann einfach was macht, was bei mir echt negative Auswirkungen hat, auch finanziell, ich habe buttern müssen, es hat mich Geld gekostet, weil einfach gewisse Sachen dann falsch gemacht wurden. Und somit bin ich auch sehr vorsichtig, was Hilfe annehmen geht. Und das ist halt kompliziert in meinem Fall. Und ja, somit geht halt nicht alles. Zurück zu dem, was mir geholfen hat. Ich habe auf jeden Fall hier in Husum eine Person als Hilfe gefunden. Die gute Dame ist eine Ämterlotsin, das war ein super geiler Tipp. Vielen Dank. Ich weiß nicht mehr, wer den Kommentar geschrieben hat. Das war ein super guter Tipp. Da bin ich hin. Das hat mir sehr viel Hoffnung für ein paar Punkte gegeben. Aber es gibt noch so viele andere Sachen und auch hier. Ich gehe allem so ein bisschen nach, sondern Gebühren nach, was mir da vorgeschlagen wird. Es ist nicht so, dass ich gleich alles ablehne. Entweder ich habe mich mit den Sachen schon beschäftigt oder meine Erfahrung schon mitgemacht im negativen Sinne. Somit gehe ich natürlich an die Dinge, die ich nicht kenne, die neu für mich sind und da hat sich wirklich was ergeben. Darüber hinaus haben mir super viele Menschen von euch auch Hilfe angeboten, was meine Wohnsituation angeht. Ich bin ja jetzt in der Situation, dass ich mir
Miete und Co. nicht mehr leisten kann. Ist schon so, dass ich ein paar Sachen regeln konnte, aber es reicht natürlich nicht. Und aufgrund dessen haben ein paar von euch da draußen mir Hilfe angeboten, wohnhafter Natur. Auch schon vor dem Video wurde mir Hilfe angeboten, im Privaten. Und ich kann da noch nichts Konkretes zu sagen. Ich sage vielen Dank für die Angebote. Es sind unglaublich viele gekommen, auch unglaublich viele, auf die ich nicht geantwortet habe. Das werde ich aber noch tun, definitiv. Ja, also da gab es echt wunderbare Angebote. Seid bitte nicht traurig, dass ich nicht geschafft habe zu antworten. Das, wie ich schon am Anfang des Videos gesagt habe, es sind halt andere Sachen dran gewesen und es ging nicht mehr. Lars gibt es nur ein einziges Mal. Und das, was so an Auswirkungen war nach diesem Video, das war unbeschreiblich viel. Und da hinterherzukommen, das schafft man auch nicht so. Ich habe immer noch so viele Kartons und ich habe eine super kleine Wohnung. Ja, ich hatte 10 beinahe Haushaltsunfälle, wo ich mich langgelegt hätte, weil ich in anderen Strukturen gewohnt bin. Ich habe immer viel Raum, bin sehr minimalistisch unterwegs und jetzt steht halt überall was und ja, auch eine gewisse Überforderung für mich. Das mache ich so Step by Step und ich brauche unbedingt noch ein Regal für meinen Dachboden oder Keller. Aber auch da muss ich Platz schaffen. Das ist alles noch nicht so einfach. Solange steht das noch um mich alles rum. Da habe ich mich auch nicht wohl gefühlt, von zu Hause dann ein Video zu sehen, obwohl das bestimmt eine tolle Kulisse gewesen wäre, weil es haben mich bestimmt über 40, ich weiß es nicht mehr, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, über 40 Care-Pakete erreicht, also Pakete mit Essen drin. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ich bin unglaublich dankbar, vielen lieben Dank. Der Oberhammer. Also jetzt fange ich langsam an, ein bisschen zu frieren, aber ich mache mal weiter, da kommt der nächste Zug. Ich knüpfe mich mal zu und dann geht das. Ah, nee, geht nicht. Warten wir mal kurz den Zug noch ab. So, jetzt hat mich der Zug rausgebracht. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Unterm Strich, es hilft mir lange Zeit jetzt weiter ernährungstechnisch. Ihr habt mir Luft verschafft. Ich habe Hilfe gefunden, die mir helfen kann, die mir auch sehr viele Ängste nehmen konnte, die mich auch aufgeklärt hat, dass noch viel mehr schiefgelaufen ist als das, was schiefgelaufen ist, was hätte nicht so laufen dürfen. Und ja, da wollen wir uns so nach und nach durchwühlen. Ich hatte auch die ganze Zeit den weißen Ring an meiner Seite, hatte aber noch nicht die Kraft, zusammen mit dem weißen Ring etwas zu erreichen, weil ich habe nur so viel Kraft und wenn der Akku leer ist, ist der Akku leer. Wenn er verbraucht ist, ist der Akku leer. Und der muss erstmal wieder aufgeladen werden. Und das ist auch so ein bisschen die Message in diesem Video, auch wenn ich da noch nicht so viel drüber erzählt habe. Kommt noch. Jetzt geht es darum, dass ich meinen Akku auftanke. Das ist alles soweit besprochen, auch mit der Ämterlotsin, wie das jetzt weitergeht, weil ich kriege natürlich auch Post, Privatinsolvenz etc. pp. Ich komme nicht drum rum, außer es passiert ein Wunder, das glaube ich nicht. Aber es gibt ganz viel zu regeln und ganz viel möglich zu machen. Und es gibt auch ganz viele, die mich unterstützen wollten finanziell. Ich wollte das einrichten, wie gesagt, nur so viel Last-Akku gibt es und ich kam noch nicht dazu. Es war noch nicht so weit, was finanzielle Unterstützung angeht. Ich habe auch die Werbung ausgestellt und habe gesagt, ich werde da was einrichten. Das war im Vorfeld schon klar, dass jetzt hierüber hinaus wäre es natürlich gut gewesen, wenn es da schon eine Möglichkeit für euch gegeben hätte, mich zu unterstützen. Aber die gibt es noch nicht. Gebt mir dann noch bitte Zeit, eins nach dem anderen. Ich fange an zu zittern. Aber ich mache mich mal kurz warm. Man kann sich auch von innen heraus wärmen. Das machen uns Mönche auf anderen Teilen dieser Welt sogar vor. Das ist Meditation. Man kann von innen heraus seinen Körper so wärmen, dass man die Kälte. Ne? Also ich möchte das gar nicht weiter erklären. Das habe ich schon mal in meinen Videos erzählt. So, also komme ich hier nicht zum Ende. So, ich versuche mich so ein bisschen zu wärmen und ich zitter immer noch. Habe ich eigentlich schon was Ordentliches gegessen? Nee, eigentlich auch noch nicht. Vielleicht liegt es auch da so ein bisschen mit dran und der Müdigkeit und ja, die Erholung, die jetzt auch kommen wird, mein Körper schreit nach Erholung, wird mir das auf jeden Fall schenken. So, zurück zu den Themen. Eins nach dem anderen. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich hier bleibe mit meinem Schrebergarten.
Es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, die mir das Leben gerade aufzeigt. Es zeigt mir auch das Leben auf, dass alles so gut ist, wie es ist und dass alles so passieren sollte, wie es passieren sollte. Es hat ja unglaubliche Wellen geschlagen. Selbst die Politik hat sich bei mir gemeldet. Es ging bis in den Bundestag hoch. Ja, auch da wollte man mir helfen. Ja, aber alles nicht so einfach. Da hatte ich Kontakt und man konnte auch meine Seite verstehen, warum es da zusammen keinen Weg geht. Hört sich erstmal sehr verlockend und sehr positiv. Und viele werden das wahrscheinlich auch nicht verstehen, warum ich gewisse Hilfen dann auch nicht annehme. Aber es auf meinem Weg ist, ich bin nicht für alles gemacht. Und gewisse Dinge gehen und gewisse Dinge gehen nicht. Und gewisse Dinge, die halt nicht gehen, da muss man halt andere Strategien entwickeln. Und jetzt gehe ich einen Weg, der geht. Ja, die Message dieses Videos sollte eigentlich auch sein, dass wir uns jetzt in einer Jahreszeit befinden. Weihnachten steht vor der Tür, dann kommt zwischen den Tagen Silvester und dann geht es zum Neustart ins nächste Jahr. Und aus vielerlei Gründen sind wir viel weniger zusammen im Moment und ja, haben im Grunde genommen eine unglaublich große Chance auch in dieser Zeit. Also ich versuche gerade mal einen positiven Aspekt zum Vorschein zu bringen, den ich auf jeden Fall für mich gerade auch schon in mein Leben integriere. Der nächste Zug, Moment, jetzt geht's weiter. Ich habe einfach für mich selber in den letzten Jahren schon gemerkt, dass ich einen ganz eigenen Kreislauf habe und ich glaube, den haben wir alle. Es ist ja auch schon ein Kreislauf, den wir leben jedes Jahr. Allein die Natur lebt ihn immer wieder von vorne, immer wieder von vorne. Natürlich gibt es da natürlich auch mehrjährige Sachen, aber im Grunde genommen leben wir ja einen Kreislauf jedes Jahr und wir kommen in dieser Zeit auch in eine nachdenkliche, besinnliche Zeit und das bietet uns auch noch mehr Chancen als das, was wir so in unserem Leben bisher genutzt haben. Und ich möchte auch mit diesem Video ein bisschen anregen dazu, weil ich berichte jetzt von dem, was auf mich die nächste Zeit wartet. Ich hatte eigentlich auch vor, ein paar Bücher mal zu zeigen. Könnt ihr mal kommentieren, ob euch das interessiert. Ich weiß, ein paar interessiert das auf jeden Fall da draußen, aber so ein bisschen Feedback würde mich freuen, wenn ihr da, ob euch das interessieren würde, was ich so lese. Was mich voranbringt im Leben, was mich richtig voranbringt und was mich nach und nach heilen lässt. Weil ich natürlich auch über die Kommentare, es gibt so viele Menschen da draußen, die nicht weiter wissen, die voller Angst sind und wo die Hoffnung immer weniger wird. Und das, was wir jetzt tun können, das, was wir beeinflussen können, ist auf uns selber zu schauen und uns selber gut zu tun. Und die Jahreszeit, die jetzt bevorsteht, in ihren Kreisläufen, also nicht nur rein vom Datum her, die ist super dafür geeignet und auch in unseren Traditionen, auch in unserer Kultur. Ich habe ja vorhin von Kultur geredet, dass ich mich da sehr viel für interessiere. Es gab Rituale in unseren Kulturen auf verschiedenen Kontinenten dieser Welt, die immer irgendwie gleich waren. Und es gab Dankbarkeit der Natur gegenüber, Verbindung mit der Natur und all diese Rituale bringen uns wieder eigentlich zu unserem natürlichen Selbst. Bringen uns dem natürlichen Selbst wieder. Ich finde gerade die Worte nicht. Bringen uns selbst ein wenig näher. Ich sage es jetzt mal einfach so: unserer Natur, dem, was uns ausmacht, dem Sinn unseres Lebens eigentlich und all die Angst, all die Depression, die mich ja auch immer wieder mal eingeholt hat, auch die letzten Wochen, gar keine Frage. Ja, das ist immer aus der Unbewusstheit raus. Wir sind so weit weg von unserer eigenen Natur, von der Natur, dessen Teil wir sind. Wir sind alle miteinander verbunden. Wir sind auch aufeinander angewiesen, ob wir uns kennen oder nicht. Der Postbote, der euch die Post zur Tür bringt, es gibt so viele Zwischenstellen, bis bestimmte Sachen überhaupt bei euch zu Hause sind. Oder der Bäcker hinter der Theke, der irgendwie, soweit es noch selbst backende Bäckereien gibt. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, da bin ich nicht so informiert. Aber es gibt bestimmte Wege und Voraussetzungen, warum irgendwas überhaupt so ist und warum ihr das nutzen könnt, warum ihr in der Situation seid, wie ihr seid. Und ja, das sind alles so Dinge, die man auch in diese Zeit bringen kann. Dankbarkeit, Verbindung. Ja, und bei all der Hoffnungslosigkeit und Angst, die so sich dieses Jahr so potenziert hat, gibt es halt aber auch die Dinge, die wir für uns machen können. Und ich empfehle euch,
noch mehr Zeit dieses Jahr für sich selber zu nehmen, technische Geräte mal auszuschalten, vielleicht entspannte Musik anzumachen, alles, was ablenkt, weg. Ich weiß, es fällt uns allen schwer, auch mir. Also ich bin ja auch, ich habe ja immer mal gesagt, ich komme aus der nerdigen Ecke. Ich habe diesen Garten, ja, das war ja eigentlich Jubiläumszeit, das fiel gerade weg. Wir haben eigentlich 3 Jahre, habe ich nun diesen Kanal und diesen Garten. Das sind alles so, ja. Ja, ich schweife gerade ein bisschen ab, ich war gerade bei den technischen Geräten. Also alles, was uns so ablenkt, so ein bisschen wieder zu uns selbst zu kommen, in die Dankbarkeit, in die Achtsamkeit, Bewusstheit zu einer Natur. Der Trend geht in die Richtung. Es werden immer mehr Menschen, aber ich weiß, wie viele da draußen verzweifelt sind, denen es nicht gut geht. Und das Schöne ist, das eine total schöne Nachricht bei all den Tagen, die immer kürzer werden. Wir sind in den letzten Tagen, die kürzer werden. Ich muss mal kurz überlegen. Vom Montag auf Dienstag müsste das sein. Jetzt kommt der nächste Zug. Vom Montag auf Dienstag müsste der kürzeste Tag in diesem Jahr sein. Und dann kommt wieder mehr Licht zu uns. Ich habe es im Titel ja stehen. Das Licht kommt wieder zu uns. Die Energie kommt zu uns. Die Tage werden wieder länger. Das werden wir natürlich nicht am ersten Tag merken, aber so peu à peu wird sich das schon einschleichen und denken sie, oh ja, jetzt ganz schön früh hell wieder und ja, der Tag ist viel länger, man hat viel mehr Licht, was wieder in einen einfließen kann. Apropos, ich habe auch D3 Supplementierung gekriegt, hochkonzentriert nehme ich. Ich habe da aber noch keinen Unterschied zu gespürt. Ich spüre immer mich rein und es ist nicht so, dass ich auch nicht schon solche Sachen ausprobiert habe und mache. Das, was uns bedrückt, das hängt in unserem Bauch oder in unserem Körper fest, in unseren Gefühlen, das müssen wir von innen heraus heilen. Das ist immer so leicht gesagt. Diese Jahreszeit ist, wie gesagt, eine wunderbare Chance, an genau solchen Sachen zu arbeiten, an uns selber zu arbeiten. Und wenn wir uns um uns selber kümmern, dann können wir auch das Außen mit anstecken. Ja, und ein paar da draußen haben auch geschrieben, auch die überhaupt meine Lage nicht verstehen konnten. Ich wurde auch beschimpft und beleidigt unter dem letzten Video. Die haben schon gesagt, ja, beim nächsten Video, da lächelt er wieder. Ja, das tue ich. Ist das nicht positiv? Kann man sich nicht für mich freuen? Ist das nicht schön, dass es mir wieder besser geht? Es ist doch wunderbar. Und das kann ich nur, weil ich mich mit mir selber beschäftigt habe. Ich habe viel meditiert, ich habe gelesen, dann kommt wieder was dazwischen, dann komme ich wieder davon ab. Aber an diesen Dingen arbeite ich gerade. Ich tue Dinge, die mir gut tun. Ich weiß, was mir gut tut und ich arbeite daran, dass ich meine Aufmerksamkeit, meinen Fokus auf die Dinge lenke, die mir gut tun. In die Bewusstheit, Achtsamkeit mit sich selber, mit seinem Körper, mit seinen Gefühlen, dass man auch in sich reinfühlt, dass man, ja, und das ist eine ganz, ganz wunderbare Zeit und diese nächste Zeit, da gibt es auch so einen Oberbegriff für Rauhnächte, heißt das. Dem einen oder anderen da draußen ist es bekannt. Für mich ist es ganz neu so. Ich lese mich da gerade ein, ich beschäftige mich damit. Und das ist echt ein spannendes Thema. Aber ich habe das so von mir instinktiv, wie ich das gerade auch schon beschrieben habe, gemerkt, dass sich da bei mir irgendwie was einschleicht. Über die Weihnachtstage, ich habe da so eine hardcore-depressive Zeit auf jeden Fall. Meistens auch Silvester oder so. Ich kenne da Zeiten, da ging ohne Tabletten nichts und ich habe von Silvester dann auch nichts mitgekriegt. Mal so ein Beispiel. Das hat mich hart depressiv gemacht, weil ich einfach auch den Schmerz der Welt spüre und das irgendwie. Ich habe an andere Menschen gedacht und konnte mich nicht freuen an Weihnachten. Das sind so verschiedene Probleme. Ich will euch nicht mit dem Negativen an. Also, es ist eine Rauhnachtszeit. Da werde ich mich ein bisschen eintüdeln noch und ein bisschen informieren und ist ein ganz super spannendes Thema und ich finde vor allen Dingen dieses Jahr, weil wir auch so weit weg sind von dem, was uns eigentlich menschlich, kulturell, natürlich ausmacht. Ja. Wollen wir mal mehr Mensch werden und ja, mehr zusammenkommen, als auf Entfernung zu sein. Und das fängt mit uns selber an. Und das ist eine wunderbare Zeit, weil wir quasi auch gezwungen sind in sehr viel Einsamkeit. Also ich werde zu Weihnachten auch komplett alleine sein. Und ja, das ist so. Vielleicht mache ich einen Livestream, ganz spontan, mal gucken. Ich glaube, da sind noch mal paar Menschen mehr, die da draußen einsam sind und da nicht so mit drin sind in der
Weihnachtsthematik und vielleicht machen wir da was zusammen. Ja, also wer da Bock drauf hat, ihr könnt ja mal irgendwie unten in die Kommentare schreiben. Das wäre eine gute Reflexion für mich, wenn keiner antwortet. Ich habe dieses Jahr schon die Erfahrung gemacht, dass keiner Bock auf Livestreams mit mir hat. Ich verstehe das nicht. Also das war eine blöde Aussage, das stimmt so nicht. Also ich hatte Freude mit den Livestreams, es kam mir auch nicht auf Masse an, es kam mir auf die an, die irgendwie zu Hause sitzen. Ich wollte eigentlich den Menschen eine Freude bereiten, die irgendwie gerade zu Hause nicht klarkommen. Das war so der Beweggrund der Livestreams und die kamen aber überhaupt nicht an. Also so ich habe ja Analytics auf YouTube und kann sehen, was, ne, ihr kennt das auch, Aufrufzahlen und so weiter und so fort. Und es war nicht so erwünscht. Also deswegen bitte macht auf euch aufmerksam, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich mache sowas gerne, bestimmt. Ne? Also sollte ich nicht mit dem Kopf hängen, gerade einen schlechten Tag haben, dann habe ich da bestimmt Bock drauf und mache das. Ne? Wir können auch einen ganz langen Livestream machen. Und wenn wir da alle Menschen sammeln, die irgendwie gerade einsam sind und irgendwie so ein bisschen positiv werden und ein bisschen lächeln und ein bisschen uns austauschen und vielleicht auch über solche Sachen reden, über die ich gerade so geredet habe, die wichtig in dieser Zeit sind. Ich glaube, ich habe gerade schon eine halbe Stunde voll getextet wieder. Oh, soll ich mal gucken, wie viel das ist? Nee, ich will mich von Zeit befreien. Das habt ihr übrigens sicherlich gemerkt dieses Jahr auf meinem Kanal, dass meine Videos länger werden. Ich habe einfach gemerkt, dieses schnell, das ist mal okay, das kann ich, mache ich auf jeden Fall auch noch. Aber diese Länge, die mache ich aufgrund der Achtsamkeit. Ist immer alles so schnell. Und mir geht es auch um Atmosphäre und um Verbinden mit der Natur. Und ich versuche so meine Freude mit euch zu teilen, die ich da dann so habe. Und soweit es möglich ist, zu transportieren, was ich erlebe. Frei. Ja. So. Was habe ich alles vergessen? Ich weiß es nicht. Ich hatte zu Hause so einen schönen Zettel, da hatte ich alles aufgeschrieben, damit ich ja nichts vergesse, was ich irgendwie in dieses Video packe. Also ich würde, ja. Ach so, an alle Gartenfreundinnen da draußen, es wird natürlich mit Garten weitergehen. Wie, was, motivationsmäßig, weiß ich nicht. Ich habe hier auch, einen Tag habe ich das im Garten geschafft mit Svens Hilfe und habe die Bananenpflanze eingepackt. Davor gab es auch noch mal einen Tag, wo ich ein bisschen was gemacht habe und da habe ich gesehen, das wächst schon. Es gibt einiges zu zeigen. Wenn es einen schönen Tag die nächste Zeit gibt, dann ist das auf jeden Fall was für die Achtsamkeit. Das passt vielleicht zwischen die Tage oder so, vielleicht Anfang der Woche noch mal gucken, wann ich wie Lust habe. Also dieses, ich mache mich auch gerade sehr, sehr frei mit diesem Video, weil ich bin das auch nicht losgeworden. Loswerden hört sich so schlimm an. Also ich hatte so ein unglaubliches Bedürfnis, mich auch bei euch mal melden zu können und bedanken zu können und ja, atemberaubend, was mich da erreicht hat. Ja, es geht weiter mit Videos. Wann und wie, gebt mir bitte Zeit. Ich wünsche euch eine ganz, auf jeden Fall ganz viel besinnliche Zeit mit euren Lieben, soweit das möglich ist. Und ja, wie gesagt, wegen Livestream könnt ihr euch dann noch melden, wenn ihr irgendwie Bock habt. Versprechen kann ich das nicht. Also ne, ich weiß nicht, wie der morgige Tag aussieht oder der da drauf. Schauen wir einfach mal, aber wenn ich so eine Rückmeldung habe, vielleicht können wir da was machen. Nun gut, finden wir jetzt zum Punkt. Ich rate an meinem Kopf nochmal kurz ab, was alles noch so wichtig war. Ja. Der Weg, das ist auf jeden Fall der Weg. Der Weg zurück ins Urvertrauen, in die Bewusstheit. Ich bin schon eine Weile auf dem Weg. Dieses Jahr hat mich teilweise in bestimmten Bereichen sehr zurückgeworfen, aber es ist passiert alles für mich und es hat auch jetzt wieder die Zeit gezeigt, weil mich das auf jeden Fall vorangebracht hat und auch in bestimmten Bereichen freier und Stück für Stück heilig, auch wenn es mal nicht danach aussieht, auch wenn ich ziemlich krasse, heftige, schlimme Phasen hatte dieses Jahr so intensiv und ich weiß, da draußen geht es sehr viel, Tiere lenken mich ab, Entschuldigung, so viele Menschen da draußen, denen es echt dreckig geht. Und ich weiß es, weil mich haben unglaublich viele Briefe und Nachrichten erreicht. Das ist echt viel. Das ist wirklich viel. Und es mehrt sich auch. Und ich nehme das auch wahr. Und ich denke, ich bin auch nicht der Einzige, der das wahrnimmt. Und ich hab angekündigt über das Video vor meinem letzten Video, dass ich mit euch was vorhabe. Im letzten Video habe ich das ja, glaube ich, auch gesagt. Und das ist so. Ich habe mit euch was vor und ich habe tolle Ideen. Und ich weiß, da draußen gibt es noch mehr Menschen mit tollen Ideen. Und lasst uns doch irgendwie zusammen was machen. Und unseren Energien folgen, in unseren Möglichkeiten, mit unseren Mitteln die Welt einfach ein Stück weit besser zu machen. Ja, wir müssen nicht die Welt retten, aber wir können
mit unseren Energien und dem, was wir haben, einfach, ja, die Welt ein bisschen verbessern. Jo, bisschen bunter machen, bisschen schöner, bisschen vielfältiger. Sie in ihrer ganzen Vielfalt erstrahlen lassen. Das wäre schön. Mal gucken, ob wir da menschlich in unserer Menschheit noch hinkommen. Nun gut, ihr Lieben, ich sag vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal für alles. Vielen Dank für all eure Unterstützung. Das hat mir sehr geholfen und das war ein unglaublicher Rettungsanker. Ich bin so unglaublich dankbar, das werde ich nie vergessen. Ja, ich lasse wieder von mir hören. Habt Geduld, vielleicht geht es schneller, als ihr denkt, vielleicht schneller, als ich denke. Seid ihr Mücken? Oh. Alles Mücken. Das sind alles Mücken? Das sind noch keine Mücken. Die sehen aus wie Mücken. Oh, ich kann mir in die Nase gucken, ne? Naja, also es gibt so manche Sachen, die, da komme ich dann auch schammäßig nicht klar. Wenn man mir in die Nase guckt, da komme ich nicht mehr klar. Oder das ist so. Mal gucken, ob ich meine Scham überwinden konnte und das drin lassen kann. Jetzt gucke ich schon wieder hoch. Alles, doch, hier sind, das sind alles Mücken. Oder? Sind aber lieb, mich möchte keiner stechen. Beißen, wie auch immer. Ihr sucht meine Nähe, ne? Ja, ich merke das schon. Ach, wie schön. So, ich möchte nach Hause. Ich habe Hunger wie Sau. Ich habe Durst wie Sau. Ich habe nichts mit. Ich habe mich so gar nicht vorbereitet. Ich bin meinen Energien gefolgt. Ich bin so unglaublich glücklich, dieses Video hinbekommen zu haben. Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken kann. Eine wunderschöne Zeit euch da draußen. Ich weiß, ich wiederhole mich. Bis dann. Jetzt bin ich weg. Und tschüss. Oh, ich kann gar nicht mehr sitzen. Mein Hintern. Und ich habe einen nassen Hintern gekriegt. Ui.